Es ist November, Mallorca 2018 und nach einer langen Ernte von den Johannisbrot wollte ich euch nur mal kurz erklären, was man da alles mitmachen kann. Und zwar, ganz schnell, mache ich eben mal einen schönen Tee. Ich habe da schon mal was vorbereitet, nämlich heißes Wasser. Heißes Wasser. Dann schnell. Jede Sekunde kostet Geld hier. Muss ein bisschen schneller arbeiten. Also, 2 Esslöffel von Johannisbrotsirup. Umrühren. Ich habe das auch als Granulat. Dann dauert das ein bisschen länger. Aber wenn ihr schnell mal eben einen Tee trinken wollt, dann ist er schon fertig. Das Schiff habe ich übrigens selber gebaut. Das aber zu meinem anderen Video. Nicht, dass ihr denkt, ich bin hier Koch oder was. So, dann habe ich erstmal Tee. Kinder trinken gern Kakao. Das heißt, keine Tasse hier. Geht auch ganz einfach. 2 Esslöffel Johannisbrotsirup in ein Behältnis oder schon direkt in die Tasse rein. Milch dazu. Ja, das ist also viel gesünder als das normale Kakao, weil das eben halt, Kakao ist im Prinzip bitter von der Grundsubstanz. Und das haben wir hier halt nicht, weil die Johannisbrotschote sehr süß ist. Und ich habe hier manchmal auch kleine Kinder auf dem Hof und denen gebe ich dann das und die sehen oder die spüren keinen Unterschied. Und da tut man den Kindern was Besseres an als dieses gesüßte Kakaoprodukt. So, jetzt was für die Eltern. Und zwar Likör. Ich darf kein Likör auf Mallorca oder auch in Deutschland verkaufen. Das unterliegt strengen Regularien. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das jetzt lasse. Ich will den Kakao ja nicht wegschütten. Also, wenn ihr Baileys machen wollt, ganz einfach. So, hier muss ich ein bisschen mehr reintun. Immer zum Drittel 100 Milliliter Johannisbrot, Sirup, dann 100 Milliliter Rum, das ist jetzt mallorquinischer Rum, 53%, ihr müsst nicht so was Starkes nehmen, ihr könnt auch Negrita nehmen, also keine Werbung jetzt, also Rum oder Whisky, in Baileys ist ja Whisky drin, in Baileys Whisky drin und wir nehmen dann 100 Milliliter Milch. 200, 300 und ein bisschen für den Geschmack, so ein bisschen Sahne, weil in Baileys ist ja auch Sahne drin. Umrühren. Der Unterschied zwischen Baileys und diesem Produkt ist, die Süße ist aus dem Johannisbrotsirup und des Weiteren sind keine Emulgatoren drin. Das ist wieder Chemie, ich will keine Chemie hier. Und dann habe ich hier schnell mal für die Erwachsenen einen kleinen Chupito, einen kleinen Schnäpschen. Da das 53% sind, könnte ich hier bei diesen noch ein bisschen, nicht nachwürzen, sondern ein bisschen mehr Milch reinmachen, weil 53%, die Hälfte oder zum Drittel, ist immer noch ziemlich stark als Likör. Also eher für die Bauarbeiter. Aber nun gut, was haben wir noch? So, was man noch machen kann, ist zum Beispiel ein bisschen Milch in den Mixer rein. Und dafür können wir auch den Kakao wieder nehmen. Ne? Das Johannesbrot, den Johannisbrotsirup rein, dass er dann ein bisschen stärker wird. So. Und dann könnt ihr da ein bisschen Zimt reinmachen, dann könnt ihr ein bisschen Vanille reinmachen. Ich mache dann so ein bisschen eine Banane rein. Manchmal schneide ich dann eine Mango rein. Und dann haben wir eigentlich schon das fertige Produkt. Ohren zuhalten, wird laut.
Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein bisschen Honig reinmachen. Ich habe dann eigene Bienen und eigenen Honig. Aber gekaufter geht dann auch. Und dann habt ihr eben halt einen schönen Smoothie. Und mal sehen, wie der schmeckt. Ja, besser als im Fitnessstudio. Also Natur pur. Und haben wir noch was vergessen? Ja, für die Köche. Ich muss immer einen kleinen Schnitt machen. Denn das muss ich eben holen. Habe ich mal eben schnell eine ganz normale Banane eben mit Sahne ein bisschen aufgepimpt. Mit ein paar Beeren dazu. Sieht natürlich nicht so toll aus. Und viele Köche nehmen Kakao oder solche Sachen. Und ich nehme einfach das Johannisbrotsirup. Und dann sieht das doch alles viel geschmackvoller aus. Und ihr tut den Menschen noch was Gesundes. Das war eben mal schon auf die Schnelle, was man so alles machen kann. Die meisten benutzen Johannisbrot zum Backen eigentlich. Zum Backen und um Müsli-Riegel zu machen und solche Sachen. Und das ist so eine kleine Auswahl. Meine Freunde, die das jetzt mittlerweile verwenden, die haben jeden Tag, schicken die mir neue Sachen, was sie damit gemacht haben, als Brotaufstrich mit ein bisschen Streichkäse drunter weg und dann halt den Sirup drüber, anstatt eben halt Kakao oder ja, eben halt, was sagte der Österreicher, immer eine kleine Süßlichkeit. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und viel Freude beim Weitermachen und bis bald mal wieder. Ciao!